Herzlich willkommen zu unserem E-Learning-Programm Bronzewissen. Im ersten Kapitel behandeln wir die ABC-Ausrüstung. Der Aufbau der Verbände, denen wir angehören. Direkt gehört unser Tauchclub dem WLT an, dem Württembergischen Landesverband für Tauchsport. Als deutschen Dachverband natürlich auch dem VDST, Verband Deutscher Sporttaucher. Und zusammen gehören wir dem Welttauchverband CMAS an. Auf der sportlichen Seite dem Württembergischen Landessportbund. Der Tauchclub und dem Württembergischen Landessportbund gehören gemeinsam dem Deutschen Olympischen Sportbund an und wir alle zusammen der internationalen World Games Association. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf unsere ABC-Ausrüstung werfen. Fangen wir mit dem Schnorchel an. Der Schnorchel verfügt am Ende über eine rote Markierung, damit wir von Weitem besser sichtbar sind. Der Durchmesser des Schnorchels 18 bis 25 mm. Die Länge maximal 35 cm. Wenn ein Schnorchel länger ist, riskieren wir, dass wir unsere eigene Ausatemluft wieder einatmen und somit bewusstlos werden können, genannt Pendelatmung. Eine CE-Kennzeichnung ist selbstverständlich. Eine Schnorchelhalterung praktisch, wenn man im Schwimmbad trainiert. Hier sehen wir einen Schnorchel mit einem Ausblasventil. Der Vorteil davon ist, das Ausblasen ist erheblich einfacher. Der Nachteil, diese Schnorchel haben einen Wert von ca. 60 Euro. Wenn am See mal ein Schnorchel verloren geht, ist das natürlich sehr ärgerlich, denn ein normaler Schnorchel hat den Wert von ungefähr 10 Euro. Bitte achtet darauf, dass der Schnorchel beim Tragen nicht drückt, denn das verursacht recht schnell Kopfweh. Schnorchel für Jugendliche sind kleiner, nämlich 15 bis 18 mm im Durchmesser und maximal 30 cm in der Länge. Hier nochmal die genannten Fakten in schriftlicher Form. Nehmen wir die Maske mal unter die Lupe. Wichtig ist, dass die Maske gut sitzt. Schlag das Maskenband nach vorne, drück die Maske ans Gesicht. Wenn die Maske jetzt einige Sekunden hält und beim längeren Tragen nicht drückt, passt die Maske. Wichtig ist, dass die Maske einen integrierten Nasenerker hat, damit ihr mit Zeigefinger und Daumen gut an eure Nase kommt, um den Druckausgleich durchführen zu können. Das Maskenglas sollte aus hochtemperiertem Sicherheitsglas bestehen. Dazu findet ihr meist hier unten oder an der Seite ein kleines T. Wenn wir auf die Seite gucken, dann sehen wir die Schnalle und das Maskenband. Hier sollte das auch mit einem Handschuh ordentlich zu bedienen sein. Der Kopfteil des Maskenbandes sollte sehr breit sein, zweigeteilt, damit es nicht so schnell vom Kopf rutscht. Die Maske sollte unbedingt über zwei weiche Dichtlippen verfügen, damit die Maske dicht hält. Folgend noch einmal die Eigenschaften in der Übersicht. Die Flossen. Hier sehen wir eine Schwimmbadflosse mit einem geschlossenen Fußteil. Das bedeutet, man kann ohne einen Füßling barfuß in das Fußteil hineinschlüpfen. Das Flossenblatt sollte nicht zu groß und relativ weich sein. Für jede Flosse gilt, je härter das Flossenblatt, desto mehr Kraft benötige ich und desto schneller tendieren meine Wadenmuskeln dazu, Krämpfe zu bekommen. Deshalb sollte die Härte des Flossenblattes zur körperlichen Fitness passen. Bei der Freiwasserflosse sehen wir, das ist ein offenes, großes Fußteil. Das hat den Hintergrund, dass wir hier mit einem Füßling hineinschlüpfen können müssen. Den Füßling brauchen wir, um auch die Füße beim Tauchen warm zu halten. Das Flossenblatt einer Freiwasserflosse sollte etwas härter sein, da wir aufgrund der Ausrüstung auch mehr Gewicht und Volumen bewegen müssen.
Hier noch einige Punkte, wie ihr eure ABC-Ausrüstung optimal pflegt und in Schuss haltet. Der Zahnpasta- oder Duschgel-Trick vor dem ersten Gebrauch soll das Beschlagen der Maske verhindern. Die Maske nicht in besonders warmen Räumen oder auf der Heizung lagern und trocknen, da durch die Wärme die Weichmacher aus dem Silikon schneller verdunsten, das Silikon brüchig und hart somit wird. Habt ihr noch Fragen, so sprecht uns einfach beim nächsten Training an oder schickt uns eine Mail unter ausbildung@wasserwelt.ev.de.